Ich grüße euch. Wann war dein letztes Vorstellungsgespräch? Also bei mir ist es schon ein paar Jahre her, aber nächste Woche muss ich selber zu einem Vorstellungsgespräch. Und bei so einem Vorstellungsgespräch ist es ja nun mal so, dass der erste Eindruck zählt, weil für den ersten Eindruck gibt es nun mal keine zweite Chance. In diesem Video habe ich euch 10 Punkte mitgebracht, die ihr eventuell berücksichtigen könnt für euer nächstes Vorstellungsgespräch, um euch ein Stück weit besser vorzubereiten und auch euch besser präsentieren zu können. Punkt Nummer 1, der Zeitpunkt. Oftmals werden diese Zeiten für die Vorstellungsgespräche, für diese Termine ja vorgegeben, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen, dann wählt diesen Zeitpunkt nicht zu spät und auch nicht zu früh am Tag. Ne? Früh ist klar. Die Leute sind vielleicht so ein bisschen gestresst, hatten vielleicht noch ein paar andere Dinge zu erledigen, mit denen ihr dann ins Gespräch geht. Und wenn ihr die Termine so um 10 legen könnt oder wie mein Vorstellungsgespräch, das habe ich zu 14 Uhr gelegt, dann ist sowohl der erste Schwung des Tages an Arbeit schon vorbei, das Mittagskoma ist überwunden und die Leute haben auch wirklich die Kapazitäten, um sich auf euch konzentrieren zu können. Punkt Nummer 2, Augenkontakt. Versucht den Augenkontakt mit eurem Gegenüber zu halten und wenn es mehrere Personen sind, auch mal jedem in die Augen zu gucken. Damit meine ich natürlich nicht, die Leute anzustarren. Das wirkt, anstarren wirkt oftmals bedrohlich, sondern einfach versuchen, den Augenkontakt zu halten und nicht im Raum rumzugucken, auf den Boden zu gucken, sondern den Leuten beim Sprechen direkt in die Augen zu gucken. Denn psychologische Studien haben gezeigt, dass das Halten von dem Augenkontakt euch einfach intelligenter wirken lässt. Punkt Nummer 3, die Farbwahl. Ist ein Punkt, der für mich auch so überraschend war, aber im Endeffekt wirklich auch, wenn man es erklärt, logisch ist. Farben signalisieren immer verschiedene Zustände des Gegenübers. Diese Zustände wird die gegenüberliegende Person, der Personaler, der Firmenchef, wer auch immer, natürlich nicht bewusst wahrnehmen. Wahrnehmen, das sind alles so Prozesse, die eher so im Unterbewusstsein laufen. Schwarz beispielsweise steht für Führung. Bewerbt ihr euch für eine Führungsposition, dann zieht ihr ein schwarzes Hemd an und könnt so euer Gesagtes mit der Farbe eurer Kleidung unterstreichen. Blau beispielsweise steht für Wettbewerbsfähigkeit, Grau für Analyse und Argumentation, Weiß für Organisation, Rot für Macht. Da gab es mal auch in der Vergangenheit ein sehr bekanntes Beispiel, im Mittelalter, die englischen Soldaten, die haben alle rot getragen. Die Uniformen waren rot, deswegen hat man sie auch die Rotröcke genannt. Und rot war immer das Zeichen für Gefahr, für Macht ausstrahlen, weil auch die Farbe rot, als die Sachen damals gefärbt wurden, mit die teuerste Farbe war. Und so konnte der König zeigen nach außen, hier meine Soldaten, die tragen rot, ich habe das Geld, ich habe die Macht. Also abschließend wählt eure Farbe mit Bedacht, je nachdem, für welche Position in dem Unternehmen, in der Firma ihr euch bewerbt. Punkt Nummer 4, das Alter des Gesprächspartners. Wenn ihr die Möglichkeit habt, und heute ist der relativ einfach, LinkedIn, Xing, mal zu gucken, okay, wer könnte denn in dem Gespräch sitzen, wer wird dann eventuell mir gegenüber sein, ja, wie sieht der Personalchef aus, wie alt ist dieser Mensch? Denn auch das Alter spielt in der Vorbereitung auf so ein Vorstellungsgespräch eine entscheidende Rolle. Ist diese Person zum Beispiel im Altersband 20 bis 30, versucht er visuelle Hilfsmittel einzusetzen, mit den Armen zu gestikulieren und betont auch eure Fähigkeit des Multitaskings. Ist die Person im Altersband zwischen 30 und 50, betont eure Kreativität und eure Fähigkeit, euch Sachen schnell anzueignen und kreative Lösungen zu entwickeln. Ist die Person im Altersband 50 bis 70, was sehr wahrscheinlich sein wird, betont euren Einsatz und euren Respekt des Gegenübers. Na, das kommt bei diesem Menschen in dem Altersband immer sehr gut an. Ist die Person über 70, betont eure Loyalität und euer Engagement für die Firma. Bei dem Alter könnte es natürlich sein, dass das Altersband der Leute, die euch gegenüber sitzen, natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Es können Leute sein, die 30 sind, die 40 sind, die über 60 sind und versucht dann auch so ein bisschen den Mix sozusagen entsprechend des Altersbandes jedem sozusagen
zu entsprechen und dem so ein, in Anführungsstrichen, so ein Happen vorzuwerfen. Punkt Nummer 5, die Haltung der Hände. Ich hatte schon gesagt davor an dem Punkt, das Gestikulieren mit den Armen und das Zeigen eurer Hände kann ein wichtiger Faktor sein. Guckt und versucht wahrzunehmen, wie die Handhaltung eures Gegenübers ist und versucht die zumindest ein Stück weit zu imitieren, nachzumachen. Das erzeugt immer auch beim Gegenüber, unbewusst natürlich, Sympathie. Und wenn ihr die Kapazität habt und das schafft, versucht im Gespräch so beiläufig eure Handflächen zu zeigen. Signalisiert dem Gegenüber immer eine Freundlichkeit. Wie gesagt, okay, wo kann das herkommen? Früher, wenn sich die Ritter beispielsweise begegnet sind, haben die auch ihre Handflächen gezeigt. Im Militär ist es später dazu übergegangen, dass man grüßt und zu sagen, okay, meine Hände sind frei, meine Hände sind leer, von mir geht keine Gefahr aus, ich bin dir wohlgesonnen. Punkt Nummer 6. Smalltalk. Ich hatte an der Offizierschule auch Englischunterricht und hatten einen Englischlehrer und ein Satz von dem Menschen ist mir wirklich in Erinnerung geblieben und er hat zu uns mal gesagt, Smalltalk isn't small. Und dieser Satz, finde ich, beschreibt es nämlich ganz gut, weil mit so einem Smalltalk sorgen wir dafür, dass wir mit dem Gegenüber ins Gespräch kommen. Was natürlich ihr jetzt nicht machen sollt, ist irgendwelche Klischees hier mit dem Wetter, wie seid ihr hergekommen, bla bla bla, das ist abgedroschen, das ist oberflächlich, wollen wir nicht. Sondern versucht, Gemeinsamkeiten mit dem Gegenüber zu suchen. Na, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr wisst, wer euch in dem Gespräch gegenüber sitzt, guckt doch einfach mal bei Xing, LinkedIn, was ist das für ein Mensch? Vielleicht lässt er so ein bisschen was blicken von seinen Hobbys, vielleicht gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten, die man in so einem Smalltalk einfach mal so ein bisschen mit einwerfen kann und einfach so ein Stück weit so eine Sympathie erzeugt. Eventuell habt ihr auch die Möglichkeit, erfordert natürlich eine schnelle Auffassungsgabe, euch das Büro mal anzugucken. Na, was hängen da für Bilder? Was stehen da eventuell für Pokale? Vielleicht könnt ihr irgendwas aufschnappen und da in so einem Smalltalk, so in 2, 3 Sätzen, bevor das eigentliche Gespräch, das Vorstellungsgespräch beginnt, so in Smalltalk zu beginnen und Sympathie zu erzeugen. Punkt Nummer 7. Wichtige Sätze zurechtlegen. Viele Punkte, die ich im Vorfeld jetzt angesprochen habe, wie das Beobachten des Gegenübers, seine Handhaltung, Interpretieren etc., bedeutet natürlich, dass ihr Kapazitäten überhaupt dafür frei haben müsst. Also auf so ein paar Standardfragen kann man sich vorbereiten. Das ist wirklich hilfreich, sich so ein paar Sätze einfach zurechtzulegen. So eine Frage, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. Wer sind Sie? Die werden wahrscheinlich immer kommen und da kann man einfach so 2, 3 Minuten frei sprechen, sich die Sätze zurechtlegen und diese frei werdende Kapazität, da ihr diese Sätze ja kennt, dahingehend nutzen, um die anderen Punkte halt umzusetzen. Und auch ist es so, und es geht mir beim Sprechen jetzt in die Kamera auch so, ich bin jetzt auch nervös, ganz klar. Hier sind Scheinwerfer auf mich gerichtet, ich spreche jetzt in der Kamera und das Vorbereiten jetzt auch auf so eine Videoaufnahme oder so ein Vorstellungsgespräch ist für mich halt auch so eine Möglichkeit, Nervosität abzubauen. Und wenn man nervös ist, ist oftmals die Stimme so recht monoton, so einsilbig, langweilig. Und so, wenn ihr eure Sätze kennt, dann habt ihr auch wieder dahingehend Kapazität, um eure Stimme mehr Klang zu geben, um das Gesprochene auch einfach interessanter klingen zu lassen. Punkt Nummer 8. Bereite ein Kompliment vor. Soll natürlich jetzt nicht heißen, dass ihr dann irgendwie schmeicheln sollt und dem irgendwie Honig ums Maul schmieren sollt. Nein. Es geht darum, im Vorfeld sich Gedanken zu machen, okay, warum sitze ich jetzt persönlich eigentlich hier? Was bewegt mich überhaupt dazu, jetzt hier dieses Vorstellungsgespräch in Angriff zu nehmen, in dieser Firma, in diesem Betrieb arbeiten zu wollen? Als Beispiel, wo ich nächste Woche hinfahre zu einem Vorstellungsgespräch, die haben mir als Einladung einen ganz, ganz wertschätzenden Brief geschrieben. Und das war wirklich, der war so gut geschrieben und doch meines Erachtens so ehrlich gemeint, dass ich diesem Personaler, wenn ich da sitze in dem Vorstellungsgespräch, das auf jeden Fall widerspiegeln soll, weil so diese Wertschätzung als Firmenexterner, die mich ja so nicht kennen, habe ich so noch nie erlebt und das ist einfach mal, was die, finde ich, auch widergespiegelt bekommen sollen und wo ich denke, dass das für sie einfach auch ein super Kompliment ist und auch eine Wertschätzung ihrer Arbeit. Das ist mit dem Punkt gemeint, ein Kompliment machen.
Der Punkt Nummer 9 ist ein Punkt, der erfordert ein Stück weit Selbstbewusstsein, weil in so einem Vorstellungsgespräch kommt es ja leicht zu so einem Verhörcharakter. Ne? Die stellen Fragen und ihr antwortet relativ einseitig. Und der Punkt 9 sagt, dass ihr diesen Ball zurückspielt und diese Personaler einfach mal fragt, okay, warum sitze ich denn jetzt eigentlich hier? Warum haben sie mich ausgewählt? Und dieser Punkt wird in erster Linie bei vielen erstmal sagen, oh, ich kann doch nicht auch denen eine Frage stellen. Was soll die denn sagen, warum ich jetzt da sitze? Na, weil ich mich beworben habe. Nein, vielleicht gibt es auch Punkte, wo die dann sagen, Mensch, das und das in ihrem Lebenslauf hat mir super gefallen und schon habt ihr wieder einen Punkt, auf dem ihr in dem Gespräch wieder anknüpfen sollt. Ne? Also versucht ruhig, diesen Verhörcharakter ein bisschen zu brechen und auch mal den Ball zurückzuspielen. Punkt Nummer 10 ist der letzte Punkt. Und der ist jetzt nicht für das Vorstellungsgespräch, sondern danach. Sendet eine Dankes-E-Mail. Und die soll jetzt nicht großumfänglich sein, sondern einfach ein kurzer Dreizeiler, dass ihr euch für das nette Gespräch bedankt und für das entgegengebrachte Vertrauen und dass ihr euch auf die Entscheidung freut und gut ist. Kurzer Dreizeiler, nichts Dickes, aber so habt ihr die Möglichkeit, gerade wenn ein großes Bewerberpotenzial ist, also ein großer Haufen an Bewerbern, dass ihr da wieder so ein Stück weit herausstechen könnt. Also, um das abzuschließen, es waren jetzt 10 Punkte, die ihr als Vorbereitung für so ein Vorstellungsgespräch nutzen könnt. Es werden mit Sicherheit Punkte sein, die ihr nicht umsetzen wollt oder die ihr auch nicht umsetzen braucht. Aber vielleicht ist so der ein oder andere Punkt dabei, der euch hilft, euch für so ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Euer Felix.